LIPS ist ein Ausbildungsunternehmen mit den Standorten Baden, Zürich, Herbruck und Rapperswil. LIPS bildet für rund 120 Partnerfirmen über 1000 Lernende in 15 verschiedenen Lehrberufen aus. Damit ist LIPS der grösste Lehrstellenanbieter in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Polymechaniker und Polymechanikerinnen EFZ montieren und fertigen anhand von Konstruktionsplänen Geräteteile, Werkzeuge oder ganze Produktionsteile. Für die Fertigung setzen sie computergesteuerte Maschinen ein, sogenannte CNC-Maschinen. Also bei uns im zweiten Lehrjahr sind sie zuständig fürs Programmieren und für die Steuerung der Maschinen. Sie sollen fähig sein, die Produktion von A bis Z zu überwachen und auch eventuell noch zu korrigieren. Die Anforderungen bei uns sind einfach technisches Verständnis, Interesse an Mechanik, geschickte Hände, genaue und sorgfältige Arbeit. Sie sollen zuverlässig sein, aber auch teamfähig. Jetzt bin ich einen Produktionsauftrag am Machen, den ich bekommen habe. Messen, prüfen und das Programm ja, auch nochmal neu überprüfen. Werkzeugnummern eingeben, etwas verstellen, wenn etwas nicht stimmt. Dann kann man das korrigieren. Und dann stellt es da automatisch um ins Programm. Satz folgt, dass alles automatisch läuft. Es gibt auch einen Einzelsatz, dass man es einfach kann kontrollieren kann. Muss man alles, jeden einzelnen Satz einfach laufen lassen. Also jetzt lasse ich mal den Phasenfräser laufen. Wie es beim Fräsen selber auf der Oberfläche eine Kante gegeben hat, und das muss man jetzt entgraten. Dann gehe ich jetzt hier im Programm, wo man Sachen auswählen kann, gehe ich auswählen, was ich überhaupt will entgraten. Kann ich hier anschauen, wo wir sind. Hier der Satz. Merken, eingeben, sehen wir hier, jawohl, das stimmt, NC Start und dann fängt es so laufen, das ganze Programm. Jetzt ist es schon gemacht, ich kann es ohne Kühlwasser eigentlich laufen lassen. Und jetzt geht es einfach der Kontur entlang um das Lehrstück herum. Schön entgraten. Wichtig für den Beruf ist, dass man Interesse hat an den Maschinen oder am technischen Arbeiten auch. Auch, dass man gerne mit den Händen arbeitet, also dass man geschicklich ist mit den Händen. Man soll auch Freude haben, mal am Computer hocken, programmieren, konstruieren. Ja, es ist sehr abwechslungsreich. Also man kann viele Sachen machen. Man hat auch ganz andere Kurse noch, wo nicht nur mit dem Beruf zu tun haben, wie Elektro, Steuerungstechnik, Pneumatik. Und darum ist das sehr vielfältig und man kann viel machen bei diesem Beruf, auch nicht nur mit den Maschinen zu tun hat. Der Kunststofftechnologe stellt aus verschiedenen Kunststoffen verschiedene Kunststoffteile her. Zum Beispiel für die Automobilindustrie, für die Medizinalindustrie, für die Elektroindustrie oder auch für Maschinenbauteile. Es gibt verschiedene Fertigungsverfahren. Wir wenden jetzt hier zum Beispiel das sogenannte Spritzgüssen an. Mit dem Spritzgüssen fertigen wir unsere Kunststoffteile. Als Kunststofftechnologe ist es wichtig, dass man vor allem ein handwerkliches Geschick hat, dass man ein technisches Interesse hat und auch Interesse nicht nur an Mathematik, sondern auch an Naturwissenschaften wie zum Beispiel Physik oder auch Chemie hat. Die Lehre vom Kunststofftechnologen dauert insgesamt 4 Jahre. Es ist wichtig, dass man auch Freude hat, an Maschinen und Anlagen zu arbeiten, vor allem an hochmodernen Anlagen. Vom Schulabschluss her wäre es nicht schlecht, wenn man entweder einen guten Realabschluss oder einen Sekundarabschluss hat. Also, ihr seht, in diesem Spritzzyklus spritzen wir jetzt eigentlich einspritzen, so wie, bis wir das Teil volumetrisch gefüllt haben. Und danach wechseln wir auf unseren Nachdruck, um das Teil komplett auszufüllen. Wie gesagt, wir schauen, dass der Kunststoff, dass die Schwindung des Kunststoffs nicht aktiv wird und drücken mit dem Nachdruck die Teile an die Werkzeugwand. Also, dass es keine Einfallstellen gibt. Genau, damit es keine Einfallstellen gibt. Sehr gut. Also, ich bin jetzt sagen, am Teile optimieren, einfach gewisse Fehler von den Teilen wegbringen, zum Beispiel irgendwie Einfallstellen, dass sie gut aussehen. Ja, dann auch gewisse Werkbänder an den Maschinen. Da haben wir ganz viele verschiedene Wege, wie wir Maschinen einstellen können. Also, wir haben da wirklich ganz viele Icons, wo man alles kann. Irgendwie programmieren und das macht jetzt schon noch Spass ab und zu. Ich bin jetzt das Werkzeug, das wir hier haben, tun jetzt in die Maschine aufspannen. Dort haben wir die Schrauben alles. Ich will das mit dem Kollegen, will ich dann das Werkzeug hier aufspannen, dann bemustern und Teile spritzen. Nico, kannst du mal auf die andere Seite durchgehen? Also, der Beruf gefällt mir sehr. Man ist immer etwas am Machen. Es ist vielfältig.
Und man ist auch, man arbeitet mit Kunststoff, was man so normalerweise nicht immer viel tut. Also man muss sicher mal aufpassen, das Werkzeug ist aus Metall, also sicher gefährlich, wenn das irgendwo ich anwirft, kann das zu sehr viel Folgen führen. Das Wert, das wir hier haben, das ist ungefähr 900 Kilogramm. Also ein recht schweres Werkzeug. Fahrführer ist gut? Ja, aber noch höher. Wir machen hier gerade Werkzeugservice, weil unsere Werkzeuge werden viel gebraucht und sie werden auch irgendwann dreckig. Und hier sehen wir, hier kommt das Teil raus. Und das kann auch manchmal dann auch Fehler vorweisen. Und wegen dem muss ich dann da mal das Werkzeug mal aufschrauben und putzen und schauen, was da drin los ist eigentlich. Dann schraube ich das auseinander und das dann putzen mit WD-40 und Scotch. Jetzt müssen wir da noch zuerst noch ein bisschen putzen und dann da, wie man hier sehen kann, jetzt da so Rost. Und den muss man dann hier wegschrauben. Bis er dann nicht mehr da ist.